Ja, jetzt erweitern wir die Beschaffungsbuchung also um noch eine Aktion. Wir hatten schon den Rabatt, der war ja nicht besonders schlimm, denn er ist zumindest nicht buchhalterisch erfasst worden. Und jetzt nehmen wir auch noch Bezugskosten dazu. Ist ja klar, wenn wir Rohstoffe kaufen, dann ist das schön, aber die liegen ja erstmal beim Lieferanten und müssen zu uns gebracht werden und das kostet Geld. Irgendeiner muss die bringen und das verursacht Kosten und genau darum wird es jetzt gehen. Wir haben wieder unseren Geschäftsverfall vom letzten Mal. Wir kaufen jetzt Rohstoffe auf Ziel und denken Sie immer dran, das gilt buchhalterisch äquivalent auch für die anderen Sachen. Das gilt auch für Betriebs- und Hilfsstoffe. Das bucht man ganz genauso. Man ändert eben dann nur das Konto. Wir bleiben also bei unseren Rohstoffen auf Ziel. Wir bezahlen sie nicht sofort. Listenpreis von 3.200 Euro. Hier wieder der Listenpreis deutet an, dass es netto ist. Der Lieferant gewährt uns einen Rabatt von 10%, hatten wir beim letzten Mal schon. Und jetzt haben wir noch den Versand, der mit 200 Euro netto veranschlagt wird. Wir machen wieder unsere Kalkulation hier im rechten Feld. Es startet immer mit dem Listeneinkaufspreis 3.200 Euro. Jetzt kriegen wir Rabatt von 10%. Das sind 320 Euro. Das Ergebnis wäre dann der Zieleinkaufspreis unserer Rohstoffe. Das sind 2.880 Euro. Und jetzt kommen unsere Bezugskosten von 200 Euro dazu. Und dann sind wir bei Anschaffungskosten, so würde man das nennen. Also das haben wir dann wirklich für diese Rohstoffe bezahlt. Das nennt man Anschaffungskosten von 3.080 Euro. Und jetzt bitte mitdenken, denn Sie merken schon, hier die Bezugskosten werden dazugezählt, nachdem der Rabatt ja da oben schon verrechnet worden ist. Rabatt und später dann auch weitere Nachlässe, ich will es nicht vorgreifen, die werden immer nur von dem Preis der Waren abgezogen, aber nicht von den Bezugskosten. Das wird immer wieder falsch gemacht. Immer wieder werden die Bezugskosten auch mit Nachlässen irgendwie prozentual verrechnet. Nein, das wird nicht gemacht. Und jetzt denken Sie mal mit, Bezugskosten ist ja für den Lieferanten, der uns das bringt. Das könnte ja irgendeine Spedition sein, die der Lieferant dieser Rohstoffe einfach beauftragt hat, gesagt, hier pass auf, hol diese Rohstoffe ab und bring sie dort zu meinem Kunden. Und diesem Spediteur ist es doch reichlich egal, ob der uns 10% auf diese Rohstoffe gibt. Ja? Der sagt ja, das kannst du gerne machen, ja, aber die Lieferung kostet 200 Euro und da ist nichts mit 10%. Also das muss doch nicht sein, dass der Verkäufer dieser Rohstoffe das uns auch wirklich bringt. Und wir unterstellen eben, dass das eine Spedition macht oder wer auch immer, und der gibt uns halt keinen Rabatt. Und deswegen gibt es keinen Rabatt auf Bezugskosten. Das wird es nie geben bei uns an der Schule. Es wird immer nur vom Warenwert gemacht. Immer nur von dem Preis der Rohstoffe. Unbedingt merken, das ist ganz wichtig. Wir gucken uns die Buchung an, deswegen haben wir hier wieder links unten in der Ecke unsere G&V. Der Aufwand wird links in der G&V geführt und deshalb, wenn es einen Aufwand gibt in der Buchung, dann ist der eben auch auf der linken Seite hier auf der Sollseite. Wir haben Aufwendungen, Konto 6.000 für Rohstoffe, das sind die 2.880 Euro, sehen wir hier. Und jetzt gibt es ein eigenes Konto, nämlich das Konto 6.001, Bezugskosten, und zwar Bezugskosten für Rohstoffe. Es gibt die 001 eben oder die 01 hinten immer auch für Hilfs- und Betriebsstoffe. Es gibt also eigene Bezugskostenkonten für die Hilfs- und Betriebsstoffe. Die stehen dann eben unter eben denen im Industriekontenrahmen. Hier das Konto 6.001 ist eben das Bezugskostenkonto der Rohstoffe. Denken Sie dran, es gibt für Hilfs- und Betriebsstoffe immer ein eigenes. Ja, und die Bezugskosten sind doch auch ein Aufwand. Ja? Der bringt uns was, das kostet Geld, das ist ja eine schöne Sache, aber eine greifbare Gegenleistung, dafür haben wir jetzt nicht. Das Geld wird einfach weggegeben und es ist danach, nach der Lieferung, nichts mehr da, was auch 200 Euro wert ist. Die Sachen sind bei uns, okay, aber das war es dann auch. Das ist also auch ein Aufwand für uns und damit steht es eben auch auf der linken Seite. Dieses Bezugskostenkonto wird später mal über die Aufwendungen abgeschlossen. Das greift jetzt aber noch viel zu früh. Warum werden die Bezugskosten vielleicht auf einem eigenen Konto geführt? Ja, weil es eben die Buchhaltung transparenter macht. Und das ist ja auch eine Vorgabe, die eine Buchhaltung erfüllen soll. Es soll transparent sein, dass wenn ein Dritter diese Buchhaltung anschaut, er erkennt, was ist da passiert. Und dadurch, dass wir die Bezugskosten von den Rohstoffen trennen, haben wir es ja erreicht, dass wir sehen, wir haben Aufwendungen in Höhe von eben diesen 3.080 Euro, denn das sind die Anschaffungskosten für diesen Rohstoffkauf insgesamt. Ja, die haben wir als Aufwand hier drin stehen in der G&V. Aber wir können dann zumindest nachvollziehen, davon waren 2.880 tatsächlich die Rohstoffe und der Rest war eben die Lieferung. Jetzt kommt noch die Vorsteuer dazu.
in Höhe von 585,20 Euro, nämlich auf die 200 Euro und die 2880 Euro, eben auf den Gesamtbetrag, auf die 3080 Euro kommen noch 19% dazu. Und das Ganze ist dann eine Schuld, die wir gegenüber unserem Lieferanten haben, in Höhe von 3.665,20 €. Der hatte sozusagen diese Lieferung schon vorgestreckt, hatte das alles schon gemacht und stellt sie uns in Rechnung. Deswegen geben wir ihm eben auch das Geld für diese Bezugskosten für die Lieferung und der verrechnet es dann mit seinem Spediteur oder was auch immer weiter. Aber wir schulden ihm eben die ganze Summe inklusive der Steuer. Ich habe es hier oben nochmal reingeschrieben, auch eine Verpackung. Das heißt, ein Karton oder eine Palette oder was auch immer nötig ist, um diese Rohstoffe zu versenden. Auch diese Verpackung, wenn das so drinstehen würde im Geschäftsverfall, auch das fällt unter Bezugskosten.